Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4. Wir werden jetzt mit der Power Armor nach Norden reisen zum Parsons State Irrenanstalt. Und auch hoffentlich dem Begleiter so langsam. Wir haben ja den Paladin Dance dabei. Dass wir da mal so langsam die beste Rufstufe aufbauen, aber ich weiß nicht, wie viel da noch fehlt. Gute Arbeit. Das geht zurück. Du solltest dranbleiben. Deine Instinkte scheinen ziemlich gut zu sein. Ja, total. Lululu. Ja, wenn es dann wieder zurückgeht, werde ich den Helikopter nehmen. Na, der kämpft wieder gegen sich selber. Schuss habe ich noch übrig. Oh, Scheiße. Ja, macht ihr. Da kann ich jetzt mit ihm reden. Scheiße! Verdammt, hier Blut! Art. Du kriegst mich nicht. So, da ist er sie. Können wir auch direkt noch Redaway benutzen. Lololo. Das ist auf jeden Fall ein ganz cooles Feature. So, da sind wir. Söldner sind tot. Und hast du vielleicht noch was anderes? Ja. Edwards Männer scheinen sich gut verkauft zu haben, aber leider nicht gut genug. Aha. Wir müssen zu meinem Büro. Dort können wir sehen, wie schlimm die Lage wirklich ist. Okay, bleib bei mir, folge meinen Anweisungen, dann dürfte alles gut gehen. Los jetzt! Na gut. Ja, ich würde da gerne rein. Thank you.
Alles deutet darauf hin, dass es hier extrem gefährlich ist. Was auch immer das war, es wurde total zerstört. Von der anderen Seite aus blockiert. Wir müssen sie irgendwie umgehen. Ich kann nicht glauben, dass sich der Aufwand lohnt. Sieh dich da um. Nichts als Staub und Schrott. Oh, es wird sich. Warte! Hör zu. Lefty recht hat, dass Macht der neue Saft von hier stammt. Dann wird es sich aber so richtig lohnen. Wie hast du überhaupt was abbekommen? Lefty kann dich nicht ausstehen. Ich habe bei Leuten Gefallen eingelöst, die Lefty mag. Ist nur beleidigt, weil du nichts bekommen hast. Hoffentlich hast du recht. Und Lefty sollte das nächste Mal ger... Berserker Raider. Gefunden. Hab sie in die Hölle zurückgeschickt. Hm. Da ist mir leider mein eigener. Der Typ in die. Vor die Flinte gelaufen. Bleib mal da stehen. Oh Mann, komm zurück. Ich hab das voll den. Ich glaub, wir werden verfolgt. Hast du Spaß, hm? Ich kann das den ganzen Tag lang machen. Wo kommt die Arschlöcher immer wieder her? Pass auf, wo du hintrittst. Hier liegen viele Trümmer. Okay. Sie dürfen uns nicht aufhalten. Das ist unser Ding. Wie heißt das? Was zum Teufel war das? Deine Zeit ist abgelaufen. Zeig mir ihn, wie die Bruder. Pock, pock, pock. Das ist mein Grundstück. Betreten verboten. Feuer einstellen. Fallschaden um 50%. Kann ich mich auch nicht erinnern, das mal gesehen zu haben. Na, wir gehen danach nochmal durch und gucken uns um. Ja, es sind ein paar mehr. Die Sehschärfe fällt hier auf einen inakzeptablen Wert. Das ist sein Büro. Edward, wie schlimm bist du verletzt? Noch bin ich nicht tot, aber ich kann nicht aufstehen. Konntest du verhindern, dass sie den Aufzug benutzen? Ja, ich habe den Aufzug in den Keller geschickt. Viel ist nicht mehr da, um diese Überreste zu identifizieren. Gut. Ich habe einige von ihnen mit Kugeln durchsiebt, bevor sie mich zurückgelassen haben. Hab schon länger niemanden gesehen. Denke ich, ist schwer, nicht das Zeitgefühl zu verlieren. Kannst du wirklich nicht aufstehen? Ich könnte deine Hilfe brauchen. Ja, Jack, da bin ich mir verdammt sicher. Schon gut. Mach dir keine Sorgen. Da müssen wir uns eben hier alleine drum kümmern. Sie sind definitiv in den Keller vorgedrungen. Aber ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Ist jetzt aber auch egal. Wir müssen durch den verlassenen Teil des Gebäudes. Sieht aus, als würde das Abramelin-Feld noch funktionieren, obwohl mehrere Sicherheitstüren im Keller bereits aufgebrochen wurden. Wir sollten uns beeilen, wenn wir sie aufhalten wollen. Sie scheinen unbedingt zu Lorenzo vordringen zu wollen. Was genau geht hier eigentlich vor? Ich denke, du solltest es wissen. Es ist schwer zu sagen, wie gefährlich Lorenzo durch das Artefakt geworden ist. Er ist nicht nur gemeingefährlich und geisteskrank,
sondern verfügt über größere Stärke und ist gegen die meisten Arten körperlichen Schadens unempfindlich. Außerdem beherrscht er eine Art lokale Telekinese, die durch das Artefakt selber hervorgerufen wird. Wir müssen jetzt in den Keller, bevor die Eindringlinge einen Weg finden, Lorenzo zu befreien. Folge mir. Sei Vorsicht. Verdammt nochmal, ja. Dein Charisma wurde dauerhaft um 1 erhöht. Du auch. Hochsicherheitsverwaltungsanlage, Systemstatus. Hauptaufzug inaktiv. Adrenalinfeld grün. Derzeitiges Stockwerk Keller, manueller Neustart erforderlich. Grün. Warnung. Aha. Kann aber nichts dran ändern. Patientenakten. Beschädigte Daten entdeckt. Dateien sind möglicherweise verkürzt oder fehlen. Wenden Sie sich sofort an an einen IT-Mitarbeiter. 001 MS. Vertraulich. Freigabestufe Bezirksdirektor erforderlich. Vertraulich. Behandlungsdauer unbegrenzt. Ortus-Sicherheitseinrichtung. Zustand speziell siehe unten. Speziell siehe unten. Der Patient wurde gegen seinen Willen zur unbegrenzten Verwahrung in die Hochsicherheitseinrichtung eingewiesen. Die Behandlung untersteht direkt Bezirksdirektor Cabot. Ohne ausdrückliche Anweisung durch Bezirksdirektor Cabot ist der Kontakt mit dem Patienten untersagt. De Soto, Antonio. Patient wurde nach Sondervereinbarung mit der Familie eingewiesen. Auf rechtliche Beratung wurde im Beisein von Bezirksdirektor Cabot verzichtet. Patient darf keine Besucher empfangen oder Kontakt zur Außenwelt aufnehmen. Solange der Patient kooperativ ist, sollten alle machbaren Annehmlichkeiten bereitgestellt werden. Keine Behandlung erforderlich. Stavsky, Anila. Zustand speziell. Patientin hat sich selbst eingewiesen. Patientin hatte bislang keine Besucher und hat keine bekannten Verwandten. Patientin hat nie Verbrechen gestanden oder gewalttätiges Verhalten an den Tag gelegt, aber Details aus den Gesprächssitzungen gleichen denen eines Falls, bei dem 4 Studentinnen der Masbury University vergiftet wurden. Behandlung, Kunsttherapie. Ergebnisse sind beunruhigend. Smith, Robert, Bobby. Isolierstation. Speziell. Patient wurde vom Jugendamt von Massachusetts in den Obhut von Bezirksdirektor Cabot übergeben. Familie des Patienten ist ortsansässig, weigert sich aber, ihn zu besuchen. Gibt seine Vergehen freimütig zu. Mehrfacher Mord, Körperverletzung, Behandlung, Musiktherapie, Bachs Toccata und Fuge in D-Moll ist das einzige Stück, das er sein Lachen beenden kann. Und er lacht fast durchgehend. 180. Fano Cherries. Speziell. Patientin darf eigene Kleidung, schwarzes Leder tragen, solange sie weiterhin kooperativ ist. Patientin zeigt Symptome der oft missverstandenen Störung Paraphilie. Besuche von überprüften männlichen Partnern genehmigt. Gespräche über diese Besuche mit Bezirksdirektor Cabot sind ein integraler Bestandteil der andauernden Therapie. Behandlung, kontemplative Psychotherapie, Schocktherapie. Nachtkrieger, wirklicher Name unbekannt. Speziell. Patient weigert sich, seinen wirklichen Namen zu verraten, behauptet, er habe eine geheime Identität. Patient glaubt, er sei ein Superheld, besitzt einen übermäßig ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, muss von einigen Patienten getrennt werden, um Auseinandersetzungen vorzubeugen. Behandlung, Realitätstherapie, umfassende Gesprächstherapie. Okay. Alles klar? Ich muss mich nur eine Minute ausholen. Wenn du weiter diesen Müll sammelst, werden wir langsamer. Da. Wie da? Jetzt sind wir da, wo wir hergekommen sind. Wer ist da? Weg. Herr
Sind wirklich ganz schön viele von ihnen gekommen. Da kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Doch, können wir durchschießen. Lang lebe die Bruderschaft. Baseballschläger, 25% mehr Schaden. Naja. Das war ein super Hammer. Ich wollte direkt mal wieder wegwerfen. Reicht noch nicht. Jetzt. Diesen Trakt haben wir nie benutzt. Seit Jahrzehnten ist hier niemand mehr gewesen. Wir wissen nicht, worauf wir hier stoßen. Ja, weißt du was? Dann werde ich nämlich jetzt erstmal den Rest erkunden, wenn du weg bist. Dann muss ich nämlich nicht hinterherlaufen. Ich mag's nicht, undurchforschte Sachen zurückzulassen. Auch wenn jetzt hier vermutlich nicht wirklich was sein wird. Da oben war auf jeden Fall noch eine abgeschlossene Tür. So, hier bin ich ganz kurz drin gewesen. Ammo. Schrott. Da hinten ist so ein Tresor drin. Verbessert es. Superkleber. Naja. Experte. Cool. Technisches Dokument. Sechs Raketen. Was ist denn ein Lumpenhut? Werden wir gleich sehen. Ziehe ich das nämlich dem Dance an.
So. Hey. Ja, du. Sagst wohin, ich schieße. Mal sehen, was du gefunden hast. Munition. Ne, die nicht. Fusionskerne eigentlich auch nicht. Schrott kann ich dir schon mal geben. Wie gefällt dir der? Das ist, naja, okay. Okay. Ja, dann gehen wir mal in die Tür. Doch. Sauberes blaues Kleid. Alles Müll. Okay. Nicht, dass er uns gleich auch mit einem Telekinese-Angriff BÄM umbringt. Das wäre ein bisschen uncool. Was für ein Chaos. Hoffentlich finden wir einen Weg dadurch. Der Lastenaufzug ist im Erdgeschoss. Das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Ort. Unheimlich. Keine Ahnung, er sagt uns ja nie was. Diese Söldner haben gut gekämpft, was? Ja, nicht gerade die Weicheier, die uns versprochen waren. Tja, weniger Leute heißt aber auch ein größerer Anteil für uns, richtig? Ja, du hast recht. Denke ich. Du blödes Arschloch. Ich sollte dich erschießen und meinen Anteil vergrößern. Hey, hör auf. Das war doch ein Witz, oder? Aber natürlich. Das war nur ein Witz. Ist eine modische Brille drin. Ich würde das einfach liegen lassen. Da haben wir jetzt jedenfalls auch ein Bett. Hast du das mit Sorges gehört? Ein einziges Leichenhaus. Slag und die ganze Bande sind tot. Alle? Bis auf den letzten Mann. Oder auch Zeit, dass er alle erledigt. Da sagst du was. Infektion. Dance hat das gefallen. Ich verstehe langsam, was das war. Wenn du ein Geist oder sowas bist, lass mich in Ruhe. Was sagt das wohl? Du könntest dich verstecken, was? Feinde wieder aufgespürt. Haltet ihr euch für schlau? Da drüben, Zugriff! Was? Todeskrallen, Handschuh? Ich reiß dich in Stücke. Geh mal da weg.
haltet die Augen offen. Ich glaube, das Arschloch benutzt einen Stealth Boy. Was haben wir hier? Nahkampftrick. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Ist der jetzt da runtergesprungen? Ja. Da oben ist nichts mehr. Von ihnen. Das gefällt mir nicht. Komm, es ist vorbei. Sie haben sich verpisst. Entspann dich. Ich entspann mich, was ich kann. Klar? Mann, oh Mann, du warst schon noch ein Scheiß, aber nicht noch immer noch am Leben, oder nicht? Sei lieber dankbar, statt ständig. Weiter geht's. Verlässt du gequatscht. Vielleicht schweiß ich gerade jetzt. Lal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 
Waffe. Wenn ich dich finde, kriegst du das zusammengehalten werden. Um Himmels Willen, wie viele Bastarde sind das denn noch? Keine Sicht auf das nette Versuch. Ich stelle das Feuer ein. Ich glaube, wir sind nicht allein. Ist ja ein Ding. Ich wolfe ganz hart, was? Komm schon! Ist da irgendwo jemand durch die durch eine Wand oder so? Kommen wir ja her. Was für ein Schisser. Du bist sowas von. Hat ihn den Kunden nicht einfach reingehen lassen? Die Patienten in dieser Einrichtung wurden bestimmt schrecklich behandelt. Haben sie verloren. Ein Steiger. Welche Richtung? Das wär's. Ja. Noch mehr von denen? Feuer! Ich fang gerade erst an. Durchladen! Mission erfüllt. Splotz. Da können wir nicht rein. Oh Mann, komm zurück. Ich hatte gerade voll den Spaß. Ist aber ein Durchgang von der Seite. Brauchst dich nicht verstecken. Ist bald alles vorbei. Schmerzlos. Glaub mir. Du solltest besser abhauen. Aha. Mal erst noch hier. 38er. Auch mit. Injektorgewehr. Der weiß schon, wo es lang geht. Wo kommt ihr Arschlöcher immer wieder her? Keine
Gefangenen. Sie vernichtet. Hoppla. Ich werde es euch nicht leicht machen. Dafür haben wir keine Zeit. Bedrohung ausgeschaltet. Dieser Ort würde bei vielen Personen Furcht erzeugen. Zum Glück verhindert meine Ausbildung... Halt, was war das? Diagnoseterminal. Willkommen bei... Okay, Sicherheitstürsteuerung. Tür schließen. Ah, toll. Eleganter Hut. Gut. Der alte Lastenaufzug funktioniert noch. Damit kommen wir in den Keller. Komm, das ist der einzige Weg nach unten. Dann wäre es ja super, wenn der Aufzug unten stecken bleiben würde. Wer baut denn bitte einen Keller, wo nur ein Aufzug hinführt? Gut, wenn das jetzt 20 Stockwerke in die Tiefe geht, in irgendein Geheimlabor, dann ja, aber... Töte jeden, den du siehst. Zögere nicht. Sie dürfen Lorenzo nicht befreien. Mhm. Diese Ausrüstung wurde zweifellos für verwerfliche Zwecke eingesetzt. Momentchen. Wir kommen gleich. Muss noch Kisten plündern. Geschafft. Oh, Moment, das letzte war doch Redex. Diese Idioten versuchen, das Abramelin-Feld abzuschalten. Das ist das Einzige, was Lorenzos Ausbruch verhindert. Wir müssen da rein Dokumenten und sie aufhalten. Hallo, Jack. Ist lange her, dass ich das Vergnügen eines persönlichen Besuchs hatte. Vater, ich werde dir mein Ende setzen. Meine Kräfte sind gewachsen, Jack. Das Artefakt will mir noch so viel beibringen. Und wenn ich frei bin, bringe ich dir auch alles bei. Ich kann dich erst rauslassen, wenn ich das Artefakt entfernt habe. Mal sehen. Bei Luzifers Eingeweiden. Sie haben alle Sicherheitstüren verriegelt. Ich muss sie von hier aus nacheinander entriegeln, während du dich den Gang entlang bewegst. Schnell jetzt! Richtig. Ihr müsst das Eindämmungsfeld ausschalten, um die Tür zu öffnen. Scheiße! Sie brechen durch die Sicherheitstüren! Beeilung! Ich erzähl gerne, wie man an mehr Serum rankommt. Ich öffne ich den Haupteingang. Schnell! Scheiße, das Abramelin-Feld ist abgeschaltet! Scheiße. Ich spüre, wie meine Kraft zurückkehrt. Ich werde endlich frei sein. Verhindert? Ich muss nur schnell die Sicherungscodes eingeben. Es ist noch nicht zu spät. Es wird dauern, bis seine Kräfte zurückgekehrt sind. Noch können wir ihn aufhalten. Hör nicht auf meinen Sohn. Er ist hier der Verrückte. Sieh nur, was er mir angetan hat. Ich habe eine Sicherung in das Eindämmungsfeld integriert. Stell die 4 Abramelin-Generatoren auf manuelle Steuerung. Dann kann ich tödliche Zeta-Strahlung in seine Zelle strömen lassen. Tu das Richtige. Öffne diese Tür und lass mich raus. Töte? Seine Kräfte kehren zurück. Oder befreie. Denk an alles, was dir Jack erzählt hat.
Wer ist deiner Meinung nach der Verrückte hier? Du Schwachkopf, nein! Ah, endlich! Du hast das Richtige getan. Du wirst schon sehen. Vater, tu's nicht! Zu spät, Jack. Warum wartest du nicht dort, damit wir unser lang überfälliges Gespräch führen können? Verschwinde, solange es noch geht. Anscheinend will Jack nicht mit seinem Vater sprechen. Wir müssen ihn töten. Und den Rest auch. Nein. Wie lange warst du hier eingesperrt? Mein liebevoller Sohn hält mich seit 1882 hier eingesperrt. Seit fast 400 Jahren. Ich denke, du wolltest mir helfen, Jack und den Rest der verräterischen Familie umzubringen. Oder nicht? Ich hatte nie zugestimmt, jemanden umzubringen. Warum sonst hast du die Tür geöffnet? Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Keine Sorge, du wirst belohnt werden. Was Jack mir genommen hat, werde ich dir schenken. Unsterblichkeit. Aber zuerst muss ich noch was erledigen. Mit deiner Hilfe, hoffe ich. Wir treffen uns beim Haus der Cabots. Dort werden sich diese Ratten verkriechen. Nee, ich glaube, das andere ist mir dann lieber. Dann lade ich hier gerade nochmal. Ich habe hier oben geschlafen. Müssen wir jetzt zwar ein bisschen wieder neu machen, aber es geht verhältnismäßig schnell. Was? Nee, es ist falsch. Das. Hallo. Scheiße, was war das? Hey. Spür die Bruderschaft von mir. Du bist tot. Lass den Spaß! Nochmal! Komm nochmal! So, das Krallenhandschuh. Das wollte ich nicht. Ja. Ups, die sollte man natürlich mitnehmen. Hier war noch die... Ach nee, okay, da sind wir... Ja, verstehe, ich erinnere mich. Wir müssen sie aufhalten, bis Lefty unten fertig ist. Aha. Eindringlinge. Irgendwann wird die Munition ausgehen. Lang lebe die Bruderschaft. Infektion. Weg. Um Himmels Willen, wie viele Bastarde sind das denn noch? Gepfüpf, gepfüpf. Du kannst hier gewinnen. Einsteiger. Wichser hin! Noch mehr Patienten in dieser Einrichtung wurden bestimmt schrecklich behandelt. Ihr macht das schon da hinten. Du kannst mir nichts antun! Das habe ich gar nicht gesehen. Beim letzten Mal.
Bleib wachsam. Du bist nichts! Nichts! Willst wohl Spielchen mit mir spielen, was? Na, dafür haben wir keine Zeit. Gefunden. Spratz explodiert. Das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Ort. Ja, dann schlafen wir hier gerade nochmal. Flop. Dance hat das gefallen. Gut, der alte Lastenaufzug funktioniert noch. Mhm. Trink mal gerade noch was. Damit kommen wir in den Keller. Komm, das ist der einzige Weg nach unten. Mhm. Da drücken wir mal. Nach unten. Blim. Töte jeden, da brauche ich den Schlüssel. Zögere nicht. Sie dürfen Lorenzo nicht befreien. Da ist nichts mehr. Ja, mach die Tür auf, Junge. Hey. Ich glaube, wir sind nicht allein. Diese Ausrüstung wurde zweifellos für verwerfliche Zwecke. Das wär's. Diese Idioten versuchen, das Abramelin-Feld abzuschalten. Das ist das Einzige, was Lorenzos Ausbruch verhindert. Wir müssen da rein und sie aufhalten. Hallo, Jack. Ist lange her, dass ich das Vergnügen eines persönlichen Besuchs hatte. Ich werde dir mein Ende setzen. Meine Kräfte sind gewachsen, Jack. Das Artefakt will mir noch so viel beibringen. Und wenn ich frei bin, bringe ich dir auch alles bei. Ich kann dich erst rauslassen, wenn ich das Artefakt entfernt habe. Mal sehen. Bei Lucifers Eingeweiden. Sie haben alle Sicherheitstüren verriegelt. Ich muss sie von hier aus nacheinander entriegeln, während du dich den Gang entlang bewegst. Schnell jetzt! Richtig. Ihr müsst das Eindämmungsfeld ausschalten, um die Tür zu öffnen. Wir sind fast da! Öffnet endlich die Tür! Ich öffne den Haupteingang. Schnell! Scheiße, Abramelin fällt... Anscheinend übersteigt sie... Mann, Gott! Das war's. Ich spüre, wie meine Kraft zurückkehrt. Ich werde endlich frei sein. Es gibt noch eine Chance. Ich muss nur schnell die Sicherungscodes eingeben. Es ist noch nicht zu spät. Es wird dauern, bis seine Kräfte zurückgekehrt sind. Noch können wir ihn aufhalten. Hör nicht auf meinen Sohn. Er ist hier der Verrückte. Sieh nur, was er mir angetan hat. Ich habe eine Sicherung in das Eindämmungsfeld integriert.
Stell die 4 Abramelin-Generatoren auf manuelle Steuerung. Dann kann ich tödliche Zeta-Strahlung in seine Zelle strömen lassen. Tu das Richtige. Öffne diese Tür und lass mich raus. Schalt endlich den letzten Generator um, damit ich's beenden kann. Die Zeit müsste reichen. Das war's. Keine Sorge, die Zeta-Strahlung tut dir nichts. Tut mir leid, Vater. Ich habe alles getan, um das hier zu verhindern. Ich glaube fast, einen Weg gefunden zu haben, um das Artefakt zu entfernen. Lügner! Ihr hättet mich ewig ausgesaugt, wenn's nach euch gegangen wäre. Mickriger Wurm, denkst du wirklich, du hättest die Macht, mich zu zerstören? Leb wohl, Vater. Hm. Können wir da jetzt rein? Ah, vielleicht nachher. Im Moment ist da ja irgend so ein Gas. Wir hatten keine andere Wahl, oder? Ich habe keine Ahnung. Was hätte er getan, wenn er freigekommen wäre? Oh, er hätte uns beide getötet. Und dann den Rest meiner Familie. Und das wäre erst der Anfang gewesen. Seine Verbrechen, als er damals noch frei war. Nur wegen des Einflusses meiner Familie ist er hier gelandet und nicht in der Todeszelle. Die Welt heute, sie ist für Monster wie geschaffen. Nichts hätte ihn aufhalten können. Nein, ich habe meine Frage beantwortet. Wir hatten wirklich keine Wahl. Was jetzt? Ich muss meinen Vater begraben und hier alles schließen. Ich komme nie wieder zurück. Bevor du gehst, ohne deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Ich denke, das ist eine angemessene Belohnung. Ich brauche deine Dienste nicht mehr. Mhm. Du brauchst mich nicht mehr? Nein. Ohne Parsons brauche ich wohl nicht mehr so viele Mitarbeiter. Die Rettung deiner Familie muss dir doch mehr wert sein als das. Weißt du? Ich war so nah dran, das Artefakt zu verstehen. Da ich es jetzt direkt erforschen kann, kann ich vielleicht was Nützliches damit machen. Komm in ungefähr einer Woche wieder zu uns nach Hause. Vielleicht war meine ganze Forschung doch nicht umsonst. Hm. Was passiert, wenn wir da jetzt reingehen? Benz hat das. Das ist doch scheiße. Aber wir müssen da rein, weil hier das Ding liegt. Und? Gutes Buch? Ja. Ein schönes Buch. Gemüsesuppe. Den Anzug nehmen wir auch mit. Ich wünschte nur, ich hätte einen Weg gefunden, meinen Vater zu heilen. Bevor es so weit kommen musste. Ich glaube es immer noch. Mit etwas mehr Zeit hätte ich einen Weg gefunden, das Artefakt zu entfernen. Aber das ist jetzt auch egal. Gut, vielleicht hätte er den Raum aufgemacht, aber ja. Mhm. Fleisch und Bohnen. Ja. Na gut, dann können wir jetzt hier wohl wieder raus. Ich hoffe mal, dass die da jetzt einen einfacheren Weg haben. Ja, genau. Man kann jetzt einfach mit dem Lift wieder nach oben fahren. Da unten war noch ein Computer, da müsste ich noch dran. Den habe ich hier übersehen. Ja, Moment. Bauen wir mal runter.
Systemstatus. Hauptaufzug normal. Also eine Bremerlinfeld. Inaktiv, inaktiv, inaktiv. Sicherheitstüren, Warnung. Ja, okay, ist alles nur Info. Wir sollten dieses Gebiet gründlich nach technischen Dokumenten und Vorkriegsartefakten absuchen. Eventuell könnte ich den jetzt da drin noch töten, aber das will ich jetzt nicht. Okay, dann fahren wir wieder hoch. Das heißt, da müssten wir nochmal irgendwann hin. Cabot besuchen. Nach einer Woche, meint er. Na gut. Damit wären wir hier fertig. Hätten die Quest abgeschlossen. In Überleben wurden eine Tragekapazität und die Tragekapazität eines Begleiters stark verringert. Ja. Wir werden verfolgt. Zwei Häufchen. So, wir könnten noch einmal den Happy machen, indem wir außen wieder einsteigen. Ja, das hier kann ich jetzt noch nicht machen. Das hier will ich noch nicht. Ja, im Endeffekt haben wir jetzt hier nichts mehr, was ich mit Dance machen kann. Vielleicht später wieder ein paar Missionen, aber erstmal müssten wir... dann wohl was anderes machen. Ich meine, ich kann da halt erst nochmal basteln. Ich hätte halt die ganze Zeit mit der Power Armor rumlaufen müssen und immer wieder außen einsteigen. Dann wäre er wahrscheinlich total happy gewesen. Oder das halt auch irgendwie Kappe ist. So, ich laufe jetzt einmal nach Osten, weil den will ich jetzt schon noch voll bekommen eigentlich. Das ist halt ein bisschen doof, weil so viele Gelegenheiten gibt es hier jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Was ist das eigentlich für eine Waffe gewesen? Ach so. Geh erstmal zu dem Lager rüber, werd dort nochmal was bauen und dann den Helikopter rufen. Wobei ich hier auch noch Rams mitnehmen kann, das ist eigentlich auch ganz gut. Eventuell sollte ich da auch erst nochmal runterlaufen, dann kann ich mich nämlich da unten in dem Hauptdingen auch nochmal vollladen. Ja, das denke ich ganz gut. Jetzt werde ich dann erstmal ein bisschen vollladen und gerade hier noch ein bisschen den Ruf erhöhen. Indem ich hier auch noch eine Waffenwerkbank, das ist Rüstungswerkbank. Waffenwerkbank. Ah ja, geh mir aus dem Gesicht da. Ja. Du kannst dich auf mich verlassen. Bist du heute besonders kreativ? Ja. Zusatzklaue.
Hat ja nichts zugesagt. Geschmeidig. Anscheinend ist das nicht so wahnsinnig hilfreich für ihn. Was war das? Oh, nicht. Ja. Dann werde ich als nächstes mal zum Slock runter. Wasser, Lebensmittel. Ja. Fusionskern entfernt. Wir schulden dir was. Danke. Hätten wir einen Vorrat an sauberem Wasser, wäre alles ziemlich gut. Hättet ihr? Weismann hat hier das Sagen. Ah, okay, wir haben zu wenig Wasser. Dann brauchen wir das gerade noch. Ich dachte eigentlich, dass ich das... Wir haben doch hier Wasser, wie blöd. Brauchen 5 Energie. Das ist eigentlich deren Farm. Naja. Bauen wir hier einfach noch 2 Dinger hin. Oder 3. Okay. Dann werde ich hier auch erstmal... Früher hatte ich Angst vor Supermutanten. Dann werde ich hier erstmal einen Schnitt machen und dann werden wir beim nächsten Mal weitersehen. Aber ich schätze mal, dass ich den Dance dann hinten abstellen werde. Ich werde noch gucken, dass ich bis auf den Weg dahin ein bisschen mehr Ruf bekomme. Aber ich schätze nicht, dass das reicht. Es wird mich arg wundern. Also gut, dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denn.